Ein Hamburger, sehr schön. So, Hamburger können wir jetzt auch hier herstellen. 8 Stück an der Zahl. Aber wir haben doch noch mehr. Brotlaib mit Geflügelfleisch. Na okay, da geht nichts mehr. Alles klar. Und so kann man halt immer mehr rumprobieren. Und halt auch herausfinden, was man denn so gerne haben möchte. Brotlaibe packe ich mal hier wieder rein. Die brauche ich im Moment nicht. Die geben uns übrigens auch plus 20 Vitalität und plus 10 Erfahrung. Und man kann sie halt noch verfeinern. Wie ihr eben gesehen habt. Habt. Ja. Ich müsste mal wieder auf meinen Krieger wechseln, um mir bessere Dolche zu schmieden. Das mache ich aber vielleicht später. Oder? Ich könnte es jetzt auch nebenbei machen, um mir halt bessere Dolche zu machen. Aber das muss ja nicht unbedingt. Aber Moment, ich habe meinen Kreiterstab, das heißt. Ah, nee. So viel Unterschied macht das auch nicht, ob ich mir jetzt neue Dolche schmiede oder nicht. Die sind eh nicht so viel stärker. Und da ist mir das dann noch relativ egal. Ich werde mich jetzt erstmal hier wieder hin teleportieren und mit der Story weitermachen. Nachdem wir eben unser schönes Level abbekommen haben, was ja auch durchaus nützlich ist, machen wir jetzt weiter. Und helfen. Helfen, ja. Wir helfen. Wir helfen Hauptmann Thackeray, unserem guten alten Kumpan, hier mit seinen Problemen. Mit seinen Banditenproblemen, um genau zu sein. Und zack. Ja, ich liebe diese Donnerpeitsche. Sie macht Spaß. Und zack. Yay. So, wir müssen hier oben hin. Ach, schon wieder verteidigen. Naja, das Event haben wir beim letzten Mal erst mitgemacht. Da brauchen wir jetzt nicht drauf zu achten. Aber den Hirsch hier können wir mal umbringen. Yay. Ja. Ich verfahre mit Tieren hier, so wie ich auch mit Tieren in Skyrim verfahre. Alles umbringen. Denn es könnte ja sein, dass sie irgendwie was Wertvolles für uns haben. So wie Pelze oder sowas. Aber hier durchsuche ich die Hirsche nie. Komm hier, friss meine Peitsche. Blitzberührung erlernt. Schockt euren Gegner und fügt Verwundbarkeit zu. Hier, Blitzi! Oh, daneben. Zack, in die Fresse, mein kleiner Freund. Schönes Ding. So, du kriegst auch gleich mal eine Blitzberührung ab. Aha! Schocki die Schock. So, er läuft erstmal hier gegen den Zaun. Warum auch nicht? Und ich möchte die Instanz betreten. Ja. Banditen Entführer. Schauen, was uns da erwartet. Eine Sequenz. Zeigt, dass diese Rüpel dafür bezahlen, eure Feier ruiniert zu haben. Ich habe mein Schwert, festes Schuhwerk und meine Kampffrisur. Was brauche ich sonst noch? Ihr seid für alles gerüstet. Gut, dass ihr mitmacht, aber bleibt bitte an meiner Seite. Dann können wir uns gegenseitig beschützen. Keine Sorge. Schwertmeister Bongo, der Einäugige, hat selbst gesagt, er hatte noch nie einen besseren Schüler als mich. Na ja, das wollen wir doch erstmal sehen. Ob das denn auch alles so der Wahrheit entspricht, wie er das hier sagt. Hier unten waren wir zwar schon mal, aber wir gehen doch gerne noch mal her. Hier hin. Hier, meine Freunde. Blitzpeitsche, meine Freunde. Zack. Und du kommst auch dran. Ja, komm. Alarm, Alarm. Hier, Blitzpeitsche in die Fresse. Schockaura erlernt. Umhüllt euch mit elektrischer Energie, die angreifende Gegner betäubt. Schön. Aha. Ein nicht allzu schlechter Skill. Wenn er nicht so eine lange Cooldown-Zeit hätte.
Friss meine Elektropeitsche. Ja, wenn er tot ist, na klar, super Idee. Kann er auch ganz toll bezahlen. Nein, mache ich nicht. Ich bin völlig ernst. Komm, töte ihn doch mal. So. Zerfetzte Kluft. Oh oh. Weg da. Oh scheiße, bin genau reingelaufen. Er kümmert sich um der Gerät. Oh oh. Komm schon. Sissilein. Heile dich etwas so. Na komm, hier kannst du auch gar nicht verspielen. Stehst doch direkt davor. So, aufladen, aufladen, aufladen. Ja, ich bin ja schon dabei auszuhelfen. Machen wir hier keine Panik. Ich helfe ja schon. Oh oh. So, und der da kommt auch dann. Zack. Schönes Ding. Es gilt es, die Gefangenen zu befreien. Steht da noch einer am Weg? Ja. Hier, fresst Blitze, ihr Säcke. Ja. Da bin ich einmal hingefallen. Schuss, so schaut's dann aus, wenn man um sein Überleben kämpfen muss. Und wenn man dabei scheitert, dann aber auch richtig. Ja. Das war's für mich. Ja, ich versuch's von dem Kontrollpunkt aus nochmal. Da hat mir der Fürstfahren ja nicht wirklich geholfen. Aber wie gesagt, das ist ja alles, um meine Waffen auszuprobieren und um zu gucken, was es denn noch für hübsche Fähigkeiten gibt. Und nicht, um ernsthaft zu kämpfen. Da kann man schon mal das ein oder andere Mal sterben, macht aber auch eigentlich nichts. Denn sterben tut einem hier wirklich nichts. Also man kriegt keinen Sterbemalus oder so, wie man das von anderen Spielen kennt. So, reitet auf einem Blitz zu eurem Gegner und lässt eine elektrische Explosion auf die Gegner in der Nähe los. Das klingt doch mal äußerst interessant. Kann man doch mal mitnehmen. So, First Fahren ist immer noch am Kämpfen hier. Oh, Kettenkanonen-Kelly ist hier auch gleich fertig. So. So, Blitzreiten macht Spaß, Freunde. Zelt öffnen hier. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Fertig! Ha, vielen Dank, alle beide. Das vergesse ich euch nie. Ihr seid immer noch in Gefahr. Versammelt die anderen und geht diesen Gang hinunter. Ihr entkommt durch den verlassenen Bauernhof. Und wenn ihr hübsche Mädchen kennt, erzählt ihnen, wer euch gerettet hat. Der schneidige Fürst Fahren und sein Freund. Schafft euch und die anderen einfach an einen sicheren Ort. Das ist Dank genug für uns. Wie ihr meint, alter Kamerad. Bevor ich gehe, nehmt diese Dokumente. Ich habe sie den Banditen stibitzt, als sie mich wegschleppten. Es steht etwas von einem Anführer in Götterfels darin. Hilft das? Allerdings, ich danke euch. Jetzt geht bitte. Wir sorgen dafür, dass ihr hier sicher rauskommt. Alles klar. Dann sorgen wir mal dafür, dass sie hier sicher rauskommen. Mit meiner Blitzpeitsche. Diebe. Bäm! Drecksdiebe. Ich erledige euch alle. Das war einfach. Das Blitzreiten hat zum Glück keine langen Cooldown-Zeit. Och, komm her!
Ah, nee, für die beiden lohnt sich das nicht. Da müssen schon mehr kommen. Große Götter, was machen wir denn jetzt? Wir lassen sie büßen, die Banditen. Das sage ich, machen wir jetzt. Ach, du brauchst doch keine Heilung. Quatsch. Hier, komm, hau die Kleine weg. Mensch, jetzt zieh ich schon mal daneben. Alles klar. Da kommen ja noch mehr. Scheiße. Oh, das ist nur eine. Oder zwei. Halt mich nicht an, du wirst betäubt sonst. Ach ja, und die Rüstung wird halt ein bisschen beschädigt, wenn man stirbt, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Denn die kann man ja immer wieder reparieren. Da ist Hauptmann Thackeray. Hauptmann Thackeray, wir haben ein wundervolles Abenteuer hinter uns. Diese Delinquenten haben wir mit Elan und Gelassenheit bezwungen. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um unseren Sieg zu feiern. Ich bin erstaunt. Andererseits hätte ich wissen sollen, dass der Hate von Shaymore eure Entführung nicht einfach hinnehmen würde. Ich ziehe alle zur Verantwortung, die meinen Freunden wehtun. Und seht mal, dieser Brief war in der Banditenhöhle. Jemand in Götterfels hält die Strippen in der Hand. Kein einfacher Dieb würde so teures Pergament verwenden. Im Handelsposten gibt es einen Papiermacher namens Sinfusarei. Ein furchtbar reizbarer Mann, aber er könnte uns sicher mehr darüber sagen. Hauptmann Thackeray, lasst mich mit dem Papiermacher sprechen. Ich besorge euch die nötigen Informationen und niemand wird merken, dass die Seraphen vom Verräter in der Stadt wissen. Ein guter Plan. Ich danke euch für die Hilfe. Aber seid vorsichtig. Wer immer hinter der Sache steckt, er geht skrupellos vor. Ich warte in der Stadt auf euch. Alles klar. Aus dem Ärger zwischen hier und Götterfels herauszuhalten. Aber keine falschen Versprechungen. Er zieht Ärger an. So, dann suchen wir uns mal was aus hier. So schön. Spitzhacke kann man nochmal mitnehmen. Fertig damit. So, und davon gibt es einen ganzen Batzen Punkte, nämlich Erfahrungspunkte. Das ist schön. Und das ist auch gut so. Hey Dieb! Guck mal, was ich kann! Bäm! Geil, oder? Greif mich an! Los, greif mich an! Komm! So, willst du mich nicht angreifen? Schade. So. Jetzt ist nur die Frage, Hauptstory weitermachen oder... Moment, wo geht's eigentlich weiter? Wo? Da unten. Nee, wir müssen erstmal weiter questen. Bevor wir die Hauptstory weitermachen können. So, und da ist auch schon die nächste Quest. Aber vorher gehen wir zum nächsten Aussichtspunkt. Der befindet sich nämlich gleich hier oben. Zack! Und überspringen. So, und jetzt Cowabunga! Tot. Naja, egal. Nein, natürlich nicht. Wir müssen jetzt Zentauren in den Arsch treten. Da komme ich gleich an mit meinem Blitz. Zerburn! Zerburn! So, oh, da steht zwei Zentauren. Doof. Ich mache erstmal das hier und hole mir einen Fähigkeitenpunkt. Bei Dudes, ein Fähigkeitenpunkt halten. Und den verteile ich gleich mal auf Siegel des Feuers. So macht man das also. So. Hör auf hier, meine Freunde anzugreifen, du Dreckszentauer. Du wirst büßen für das, was du tatest. Bäm! Und du auch. Büße! Büße! Schöne Sache. So, den wiederbeleben. Und dann die letzte Fähigkeit freigeschalten. Aufwind! Eine Windböe gewährt euch Eile und